Und nun will ich über den Ukraine-Konflikt reden. Zugeschaltet ist jetzt Wasil Michalschin. Er ist Mitarbeiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kiew, Experte für nationale und internationale Sicherheitspolitik. Und er befindet sich in Rivne. Das ist, und wir sehen hier auf der Karte, ein Ort im Nordwesten der Ukraine. Guten Tag, Herr Michalschin. Guten Tag, guten Tag. Wie geht es Ihnen denn? Sie sind ja nun aus Kiew geflohen. Erzählen Sie uns, wie Ihre Flucht abgelaufen ist, vor allen Dingen, was Sie erlebt haben. Danke, es geht mir relativ gut, wie gut es unter heutigen Umständen sein kann. Ich war am ersten Tag vom Kiew weg rausgefahren mit dem normalen Zug. Es dauerte natürlich viel länger, als normal es dauern sollte. Danach, also am nächsten Tag, gab es viel mehr Probleme, schon aus der Stadt auszureisen. Es gibt sehr, sehr viele Leute in Zügen. Die Züge sind überfüllt. Viele Leute, als ich noch in Kiew war, warteten einfach am Bahnhof, in U-Bahn-Stationen mit kleinen Kindern, mit Tieren in Kästchen, mit Privatsachen. Also das sah alles sehr schrecklich aus. Ja, wir sehen ja auch gerade, während wir beide miteinander sprechen, die Live-Bilder von der polnisch-ukrainischen Grenze. Da sehen wir auch Tausende, die gerade ankommen. Aber Herr Michalschin, es ist ja, wenn Sie auf die aktuelle Situation schauen, ein Kampf eigentlich David gegen Goliath, also die Ukraine gegen die russische Armee. Aber dennoch scheint die ukrainische Armee ja dagegen zu halten. Überrascht Sie dieser Widerstand? Nein, mir überrascht das gar nicht. Natürlich, also jeden Tag, ich habe immer geglaubt, dass ukrainische Armee in diesen 8 Jahren nach der Anfang der russischen Aggression, nach der Krim-Annexion, nach der Konflikt in der Ostukraine 2014 sich mehr und mehr vorbereitet. Und auch die westliche militärische Hilfe, die jetzt vermehrt kommt und vermehrt kommen wird, das ist wirklich, also man kann das gar nicht unterschätzen, überschätzen, wie wichtig das ist, dass die westlichen Länder der ukrainische Armee diese Hilfe geben. Und natürlich, wenn wir schon über diese Parabel von David und Goliath sprechen, dann müssen wir auch an das Ergebnis von diesem Kampf erinnern. Dieses stockende Vorankommen der russischen Armee, ist es also der Grund, dass die ukrainische Armee, dass die ukrainische Bevölkerung dagegen hält? Oder ist es vielleicht tatsächlich so, dass Wladimir Putin die ukrainische Armee unterschätzt hat? Ich glaube, die beiden Faktoren sind richtig. Wie 2014 auch, hat russische Regierung immer den Widerstand des ukrainischen Volkes unterschätzt, weil es ist wirklich nicht nur der Krieg der ukrainischen Armee, das ist der Krieg des gesamten Volkes, ohne irgendwelche Überschätzung. Hier, wo ich bin, also wo keine Kampfhandlungen gibt, aber vor allem da, wo es Kampfhandlungen gibt. Es gibt Tausende von Leuten, die sich freiwillig melden. Es gibt Tausende von Leuten, die einfach helfen, die machen Molotow-Cocktails, die bauen Barrikaden, die machen alles, damit die ukrainische Armee weiterhält, damit die ukrainischen Städte nicht okkupiert sind. Und natürlich, also diese Kalkül, dass jetzt ukrainische Armee in ersten Tagen einfach aufgibt, hat jetzt nicht funktioniert. Natürlich, die Lage ist sehr schwierig. Wir müssen also jetzt nicht sagen, dass es kann noch lange dauern, also bis diese Aggression gestoppt wird. Aber den Blitzkrieg in ersten Tagen ist gescheitert. Glauben Sie denn tatsächlich oder haben Sie die Hoffnung, dass heute die Gespräche, die ja begonnen haben in Belarus zwischen Russland und der Ukraine, dass man da eventuell eine Lösung finden könnte? Oder aber ist das einfach nur wieder so eine Inszenierung von Wladimir Putin, das mit der zeigen will, ja, wir reden miteinander, aber eigentlich nur zu meinen Bedingungen können wir diese Aggression beenden? Die Hoffnung besteht natürlich, weil es muss letztendlich zu irgendwelchen Verhandlungen kommen. Also dieser Krieg wird nicht für ewig dauern. Es bedeutet nur eine mehr und mehr humanitäre Krise für die Ukraine, mehr und mehr Verluste an beiden Seiten unter Zivilisten. Und natürlich, wir glauben, dass diese Verhandlungen irgendwelche Ergebnisse haben werden. Aber natürlich, wenn ein Ergebnis nur eine komplette Kapitulation der Ukraine ist, dann wird dieses Ergebnis natürlich für die Ukraine nicht annehmbar.
Wassil Michalchin, ich danke Ihnen für dieses Gespräch und an dieser Stelle wünsche ich Ihnen natürlich weiterhin alles Gute. Bitte passen Sie auf sich auf und wir hoffen natürlich, dass es ein friedliches Ende dieses russischen Konfliktes, dieser russischen Aggression geben wird. Alles Gute Ihnen weiterhin. Danke Ihnen.